Ja, warte mal, bin, bin, bin. Hey, bleib mal. Hey. Hi, ich bin Marc, 25 Jahre alt. Ich bin Mitgründer einer Videoagentur. Wir machen Videocontent hauptsächlich. Dazu bin ich noch zweifach Vater und auch noch Student. Ich war schon immer fasziniert so von Werbung und vor 1,5 Jahren haben ich und mein Partner Daniel uns selbstständig gemacht. Also es ist halt nicht so leicht. Ich sag mal Selbstständigkeit plus Studium plus Vater sein. Ich meine, das kann sich jeder irgendwie denken. Also Zeitmanagement und Organisation ist da echt mega wichtig. No struggle, no progress, sage ich mir dann immer. Empathie ist ein Skill, der heutzutage meiner Meinung nach wirklich sehr wichtig ist. Ist quasi das Fundament von gelungener Kommunikation. Deswegen ganz wichtig für mich. Und klassisch Engagement. Ziele setzen, Ziele verfolgen. Ohne das richtige Engagement kommt man bei gar nichts im Leben weiter. Also egal, was es ist. Meinem 5 Jahre jüngeren Ich würde ich sagen, überleg mal, was hast du schon immer gern gemacht als Kind? Und ich würde ihm einfach sagen, hier, guck dir das an und richte danach deine Zukunft aus und das, was du beruflich machst und geh dem Ganzen nach, weil das wird dir in der Regel immer Spaß machen. Du wirst immer irgendeine Leidenschaft dafür verspüren. Klar, man hat immer wirklich diese Mega-Höhen, Mega-Tiefen, aber das gehört einfach dazu. Also Filme machen und selbstständig sein mit der Agentur ist auf jeden Fall mein Traumjob. Zumindest kann ich mir jetzt nichts anderes vorstellen, was irgendwie besser für mich wäre oder mir mehr Spaß macht. Ich habe so viele Möglichkeiten, coole Leute kennenzulernen. Man kommt rum und kann mich selbst in der Kreativität ausleben, was ich schon immer wollte. Wenn ich das jetzt nicht mehr machen könnte, was ich dann machen würde? Ich würde wahrscheinlich Hausvater werden, weil ich habe echt viel Spaß mit den Kids und der Family und würde mich den Aufgaben und Hürden auch gewachsen sehen.